Hier soll es um Addition von Geschwindigkeiten gehen. Und dazu betrachten wir das eine Programm, was wir geschrieben haben. Da sollte es um eine Kugel gehen und diese sollte sich von oben links nach unten rechts bewegen. Und das haben wir folgend gelöst. Wir hatten eine Geschwindigkeit in x-Richtung, diese nenne ich v mit dem Index x. Und dann haben wir gesagt, gleichzeitig dass die Kugel gleichzeitig eine Bewegung in y-Richtung durchführt. Diese Geschwindigkeit ging nach unten. Und die würde ich gerne hier v mit einem Index y nennen. So wie in dem Programm haben jetzt die Geschwindigkeit vx und vy die gleiche Länge, also hätten wir das gleiche Tempo in x-Richtung und auch in die y-Richtung, spielt aber eigentlich gar keine Rolle. So, und diese beiden Geschwindigkeiten haben insgesamt eine Bewegung so von oben links nach unten rechts durchgeführt. Und diese Geschwindigkeit würde ich gerne einfach nur v nennen. Also insgesamt hatte die Kugel folgende Geschwindigkeit. So, fassen wir das zusammen. Vx und Vy überlagern sich zu einer Gesamtgeschwindigkeit v. Und es gibt eine kurze Schreibweise dafür, was da stattfindet. Also man hat öfter so eine Situation, dass sich zwei oder sogar mehrere Geschwindigkeiten überlagern. Und es gibt eine Kurzschreibweise dafür. Also man schreibt dazu, so, wir haben die Geschwindigkeit Vx und die Geschwindigkeit Vy. Diese sollen die Geschwindigkeit v ergeben, und wenn etwas ergibt, schreiben wir da gerne ein Gleichheitszeichen. Und es ist sehr naheliegend, und das macht man auch so, man schreibt einfach ein Plus dazwischen. Das bedeutet, vx plus vy ergibt v, oder noch besser gesagt, vx und vy ist gleich v. Also es ist egal, ob wir die beiden Geschwindigkeiten als Überlagerung betrachten oder nur v allein, wir bekommen die gleiche Geschwindigkeit. So, bei den Computeranimationen ist es oft so, dass wir eine waagerechte und eine senkrechte Komponente haben. In Physik brauchen wir das eigentlich nicht. Und wir kommen sofort zu einer Verallgemeinerung, und die funktioniert folgend. Also, wie kommen wir von diesen Geschwindigkeiten zu der Geschwindigkeit? Man kann Folgendes machen. Man geht entlang von dem roten, also entlang des roten Pfeiles, des Pfeiles Vx, und startet an der Spitze nochmal die Geschwindigkeit, also man zeichnet die Geschwindigkeit Vy angefangen an der Spitze von Vx. Also zeichnen wir hier nochmal Vy, und wenn wir diesen Weg gehen, landen wir an der Spitze von V. So, bei der Verallgemeinerung nehmen wir noch eine Kugel. So, und diese soll gleichzeitig zwei Geschwindigkeiten haben. Einmal die Geschwindigkeit, keine Kreise, sondern Linien wollte ich zeichnen. So, eine Geschwindigkeit V1 und dann noch eine Geschwindigkeit V2. So, möge diese von da nach da gehen. Und wir wollen jetzt V1 und V2 zu einer neuen Geschwindigkeit, der Geschwindigkeit V3, V3
V3 addieren. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen die Geschwindigkeit V2 und zeichnen diese ausgehend von der Spitze von V1. Das bedeutet, wir brauchen eine Strecke, die genauso lang ist und parallel dazu ist. So, das wäre dann hier diese Strecke mit der Spitze dort. Das ist V2. Und wenn wir jetzt den Fuß von V1 und die Spitze von V2 verbinden, bekommen wir die resultierende Geschwindigkeit V3. So, es geht bis nach da und eine Pfeilspitze und das ist die Geschwindigkeit V3. Ja, jetzt haben wir das Ganze grafisch addiert und wenn wir etwas mit Zirkellineal und Bleistift zeichnen, spricht man oft von einer Konstruktion. Das wäre ein Begriff aus der Mathematik, was wir auch gerne in Physik verwenden. Konstruktion von der Summe von V1 und V2. Also nochmal, was haben wir gemacht? Wir haben die Geschwindigkeit V2 gezeichnet, also zeichne die Geschwindigkeit V2. Und zwar beginnen wir an der Spitze von V1. Also beginnend an der Spitze von. So, und der nächste Schritt, wir starten an dem Fuß von V1 und enden an der Spitze von V2. Also zeichne die Geschwindigkeit V3 vom Fuß von V1 und das geht bis zu der Spitze von V2.